Leise war gestern. Die Perle der Woche. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Es ist wieder Zeit für unsere Perle der Woche. Und ihr hört den Flo am Mikrofon mit Pia an meiner Seite. Hi Pia. Hallo, und ich habe mein Baby an meiner Seite und mein Baby hat Schluck auf. Nicht wundern. Timing ist unser Ding, würde ich sagen. Voll. Ja, die Perle der Woche, ihr kennt es bereits. Wir werden gleich wieder ein random Thema generieren und dazu einen hervorragenden Song auswählen, den wir am Ende der Folge würfeln. Ich bin in einer Nacht- und Nebelaktion bei Kai eingebrochen und habe ihm seinen Zufallsgenerator einfach geklaut. Also nicht wundern, wenn der Kai heute gar nicht dabei ist, der das irgendwie einspielt von der Seite. Ihr kennt das ja. Aber ich drücke einfach mal auf den Knopf, oder? Würde ich sagen, ja. Wo? Gucken wir mal, was er uns so ausspuckt. Und das Thema der heutigen Perle der Woche lautet Nadel im Heuhaufen. Du magst das Genre nicht, aber findest vielleicht einen Song ganz gut. Ja, dieser Einfall kam mir spontan, dass wir das ja mit reintun könnten in unsere Box, ohne dass ich mir da selber groß Gedanken drüber gemacht hätte. Aber witzigerweise habe ich dann genau darüber so ein bisschen sinniert und ein Genre, das ich überhaupt nicht mag, ist so Pagan Metal. Das ja, schwierig. Früher ging das ganz gut. Ich war mit Wolfgang Kühnle immer unterwegs. Das ist ein Fotograf gewesen, der sehr bekannt auch in der Szene war. Und der stand auch auf diese Art von Musik und hat mich da immer mitgeschleift. Haben wir ganz, ganz viel für powermetal.de auch an Berichten gemacht. Und ja, deswegen bin ich wahrscheinlich einfach übersättigt. Aber ein Song, den ich nicht wegmachen würde, wenn er irgendwie mal zufällig kommt, ist Trollhammerin von Fintroll. Ja, ich hoffe, okay, das ist von Fintroll. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das würde ich jetzt so behaupten. Also ich habe das auch irgendwie im Hinterkopf gespeichert. Das ist so eine Band, die irgendwie gefühlt auf jedem Festival ist, auf dem ich jemals war. Und deswegen kann man sich da schnell übersättigen, auf jeden Fall, ja, oder an diesem Genre auch generell. Aber ich glaube, der Song ist ganz cool zum Party machen. Die waren auf jeden Fall sehr umtriebig und das ist so, ja, also der Song ist hornalt, ne, aber immer noch gut. Ja, auf jeden Fall. Aber apropos Song, der nicht zu der Band gehört, vielleicht müssen wir das nochmal korrigieren, nicht, dass die Metal-Genre-Polizei da wieder auf uns aufmerksam wird. Wir hatten vor kurzem mal eine Brasilien-Folge oder eine Südamerika-Folge und da hast du einfach Soulfly den Song Roots Bloody Roots zugeteilt. Oh, das ist natürlich Sepultura, Entschuldigung. Ja, richtig, genau. Also nicht, dass hier wieder irgendwelche E-Mails kommen und so, ah, ihr habt ja gar keine Ahnung. Diese blöden ihr habt Leute. Ihr habt möglicherweise recht, aber. Diese Leute von Leise war gestern. Nein, wir entschuldigen uns dafür. Das ist natürlich ein Song von Sepultura, obwohl Soulfly ja gefühlt dieselbe Band ist. Ja. Ja, ein Genre, das ich nicht mag. Ich bin ja sehr, sehr ambivalent unterwegs, was so Genres angeht. Also ich kann eigentlich in fast jedem Genre was finden. Aber wenn dann ein Stempel draufsteht, der so heißt Gothic Rock, Dark Rock, ah, da ziehen sich dann bei mir doch eher so alle Teile des Körpers zusammen. Das ist so ein Genre, mit dem ich nicht ganz so viel anfangen kann. Aber es gibt eine Band, die ich ganz cool finde, aber im Prinzip auch nur einen Song. Und das ist die finnische Darkrock-Band 69 Eyes mit ihrem Klassiker Brandon Lee. Also es ist wirklich eine ganz coole Band, sage ich jetzt mal. Ich würde sie auch generell nicht unbedingt wegschalten. Aber so ein Genre, ja, ich muss es nicht haben. Aber der Song ist ganz cool, das ist auch ein Klassiker. Ja, ich mag die Band auch. Ja. Kann auch einigermaßen mit Gothic Metal was anfangen. Da ist ja jetzt die wundervolle Band Cemetery Skyline. Wir sprachen ja schon mal darüber. Ja, genau. Also es ist, fällt mir immer schwer, da hart reinzusteigen, aber es gibt immer mal wieder den einen oder anderen Song. Genau. Ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt hören. Was der Outro-Song wird, genau. Zack. Hast du die 1 oder die 2? Die 2. Dann hören wir jetzt The 69 Eyes. Okay, ja. Viel Spaß. Kämmt eure schwarze Tolle nach oben und rockt mal ein bisschen ab mit den finnischen Dudes von 69 Eyes und Brandon Lee. Hell yeah. What would there be as the river of sadness turned into sea?